Ja, irgendwann müssen wir es ja machen. Ich habe es jetzt lange vor mich hingeschoben. Ich mag Arena-Leiter-Kämpfe nicht. Aber ja gut, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladon zu einem weiteren Let's Play, zu einem neuen Part. Pokémon und die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, wir zögern nicht lange und schmeißen uns direkt in den Arena-Leiterkampf. Pokémon sind geheilt. Auf geht's. Dreht sich bei dir von der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. Auf geht's. Ein Emulgar. Wo ist ein denn? So ungefähr. Wie war das im letzten Part? Armstoß? Hat das was gebracht? Wir hatten das ja schon mal trainiert und herausgefunden, was hier effektiv ist, aber gut, das ist jetzt natürlich wieder eine halbe Ewigkeit her. Ich sag nur, ja, das ist natürlich jetzt nicht sehr vorteilig, wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, dass er effektiv ist, aber egal. Wir werden es schon machen. Das war effektiv. Und ich bin paralysiert. Nimulga. Okay. Ja, nice. Ich setze weiter Nitro-Ladung ein, wenn ich das nochmal darf. Und ich voll besiegt werde. Dankeschön. Ach du Kacke. Ich habe ja nur 3 Pokémon. So ein Mist. Wieso habe ich nur 3 Pokémon? Ich glaube, das habe ich mich im letzten Part auch schon gefragt. Ein Bunnycheck könnte eventuell was bringen. Nur eventuell, aber es könnte was bringen. Nein. Zieht das Pokémon zurück. Gibt's nicht. Zebritz. Die Weiterentwicklung von Zebra. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Alles klar. Ich bin am Arsch. Okay, Lutz. Du musst mal kurz einspringen. Nein, du hast keine Chance. Ich belebe den Ben wieder. In der Hoffnung, er kann im Kampf bestehen. Funken, Funken. Nein, bitte lass ihn bestehen, lass ihn bestehen, lass ihn bestehen. Ich muss noch einen Trank einsetzen. Huha. So, leicht geht's das Ding, der dann zum Glück nicht K.O. Aber jetzt. Wieso kann Elektro-Pokémon Feuer-Attacker? Unfair. Gibt's doch gar nicht. Du schaffst es, Ben. Ja. Ich hoffe darauf. Wird Nitro-Ladung jetzt effektiv sein, wenn es auch Nitro-Ladung kann? Ich fürchte nein, aber ein Versuch ist es wert. Schickst jetzt wieder den Emulga da rein. Gut so. Weil Flammenblitz wirkt auf ihn. Ja. Kann man unter wirksam abstempeln. Los! Du schaffst es! Ben. Oh nein, ich muss dir mal wieder einen Trank geben. Das wäre äußerst sinnvoll. So, Emulga weiblich besiegt. Das hätten wir. Wie viel hat sie noch? Die Trainerin.
Ein Brandstempel? Jupp, her damit. 1, 2 und schupp. Blut vergessen und Brandstempel erlernt. Ach, das Zebritz wieder. Letztes Pokémon. Oh wei. Dann muss ich das nochmal einen Trank einsetzen. Hypertrank! Angst. Nitro-Ladung. Könnte das was bringen? Eventuell? Vielleicht? Bitte? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm, das kriegen wir hin. Oha, das wird knapp. Los, komm. Natürlich, jetzt den Hypertrank rein. So was von klar. Und ich muss auch gleich mal einen einsetzen. Sonst bin ich am Boden. Oh, scheiße. Das wird knapp. Los, Hypertrank. Oh. So lange nicht mehr Pokémon gespielt und dann sofort wieder ein Trainerkampf. Das ist asozial. Auf geht's und ciao. Und tschüss, da ist er, Karo. Nächste Arena der Toron. Der wievielte weiß gerade nicht. Wird man mir bestimmt gleich sagen. Spieler besiegt der Toron. Carmilla. Nice. Das auch mal wieder geschafft. Mit letztem Atemzug so knapp am Verlieren vorbei. Wahnsinn, ich bin hin und weg von deinem Kampfstil. Du bist wirklich ein toller Trainer. Ich bin beeindruckt. Hier, den hast du dir verdient. Okay, über das Verdient lässt sich streiten, aber ich nehme ihn gerne an. Der dritte, wenn mich nicht alles täuscht. Oder sogar schon der vierte. Ich konnte es nicht richtig sehen. Und Volt-Ohren von Carmilla. Zusammen mit den Volt-Ohren hast du jetzt 4 Ohren. Dank Carmilla, dass du mich aufklärst. Das heißt, man bis Level 50 können auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch einmal aus. Sprechen kann ich heute auch nicht mehr. Voltwechsel. Nö, das werden wir keinem beibringen. Zumal ich auch keinen Elektro-Pokémon habe. Noch. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wirkt das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur ein Pokémon kämpfst. Also nächstes geht's wohl nach Maria City. Da gibt es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin. Keine Bange. Ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Mache ich. Entscheiden. Zack, 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 zack. Puh, fast verpasst. Und zurück geht's. Einmal aussteigen, bitte. So, Arena geschafft. Arenaleiter besiegt. Was hat er dazu zu sagen? Carmilla und ihre schockierend guten Elektroattacken. Doch da haben du uns deine Pokémon noch einmal getoppt. Das war echt die reinste Achterbahnfahrt. Jo. Und da sind wir wieder außerhalb. Hier steht eine Trainerin davor. Gegen die kann man kämpfen. Ich werde es jetzt unterlassen. Ich werde mal schnellstens auf Route 5 gehen. Dort scheint etwas zu sein. Carmilla hat es ja erwähnt. Hier ist jetzt das Musiktheater. Da werden wir nicht reingehen. Das werden wir nicht ausprobieren. Nein, aber nein, danke. Da habe ich kein Interesse daran, dass im Let's Play zu machen. Hier gibt es ein Sportstadion. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Einen kleinen Blick reinwerfen. Die Baseballer trainieren gerade hier im Stadion. Das Training ist öffentlich. Es kann also jeder zusehen, der möchte. Ich trainiere meine Pokémon so, dass sie wie die meiner Lieblingssportler werden. Okay. Haha, ich bin Baseballer.
Ey, da kann ich dir kein Autogramm geben, weil ich mir die Hand verletzt habe. Aber zeig doch mal, was du denn auf deinem Trainerpass unterschrieben hast. Die Wurftechnik für meine Pokébälle habe ich bei den Pitchern abgeschaut. Ich ahme einfach ihren unverkennbaren Wurfstil nach. Kann ich da durch? Jo, hier sind wir direkt auf dem Feld. Oh wei. Bestimmt Kämpfe. Nein, keine Kämpfe. Fordern die mich nicht aus zum Kampf. Und du musst erst ansprechen. Home Run! Jetzt wird hier gerannt. Ich fange den Ball. Oder auch nicht. Ja, Baseball ist jetzt nicht wirklich meine Lieblingssportart. Falls es überhaupt eine gibt. Meine Lieblingssportart. Und du so? Kann ich mit euch sprechen? Möchte man irgendwas gut können, muss man dafür üben, üben, üben. Und zwar Tag für Tag. Sonst wird man nämlich nicht besser und nutzt sein Potenzial nicht aus. Okay, der kämpft nicht mit uns. Als ich klein war, habe ich immer mit den Pokémon das Werfen und Fangen geübt. Oha, der kämpft scheinbar mit uns. Ich hab's durchaus drauf und werde das auch gern unter Beweis stellen. Jetzt aber schnell zum nächsten Pokémon Center. So, hier wollen wir jetzt auch mal drin. So. Was haben wir hier noch? Herumstehende Typen in der Stadt. Und eine Kampfmetro. Ist das richtig so? Ja, eine Kampfmetro. Entsteigen und kämpfen. Erstmal zum Pokémon Center. Hier und ja, in Arenas mit drei Pokémon kämpft. Das ist absolut unglaublich. Ach, das haben wir schon gelesen. Dann gehen wir mal hier kurz rein. Schauen wir mal, was da drin los ist. Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. In der welchen Station erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst? Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe darauf. Zwergi erhält eine Kampfkamera. Zwergi verstaut das Item Kampfkamera in der Basis-Items-Tasche. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder in der Kampfmetro aufzeichnen und sie dann später auf YouTube hochladen und ein extra Video daraus machen. So, die mysteriösen Unbekannte macht sich jetzt davon. Genau, sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Was, es gibt auch ein Haus der Prüfung? Naja, erstmal hier hinein. Oha, das wirkt sehr groß. Was haben wir denn hier? Vorübergehend außer Betrieb haben wir hier. Okay. Ich dachte, das ist außer Betrieb. Bahnsteig für die Wi-Fi-Linie. Okay, das ist ein Betrieb, nur der Schalter ist außer Betrieb. Bahnsteig für die Multilinie. Bahnsteig für die Super-Multilinie. Bahnsteig für Züge nach Ferula. Bahnsteig für die Super-Doppellinie. Bahnsteig für die Doppellinie. Wenn das hier nicht die Super-Einzellinie ist, dann weiß ich auch nicht. Bahnsteig für die Super-Einzellinie. Wie ich das wohl gewusst habe. Und das hier ist die Einzellinie. Bahnsteig für die Einzellinie. Ach was. Ja, das werden wir dann wahrscheinlich nach der Top 4 dann mal einen Angriff nehmen, denke ich. Jetzt erstmal nicht. Jetzt werde ich direkt auf Route 5 gehen. Endlich mal machen, was ich angekündigt habe und nicht nur sagen, guck mal, sind geheilt, auf geht's. Und da geht's lang zur Route 5, denke ich. Alles nach der Top 4. Dann laufen wir dann, latschen wir dann hier nochmal lang und dann machen wir das. Und irgendwie dran. Bloß jetzt nicht. Sind wir auf Route 5? Ja, Route 5.
Heimat der Straßenkünstler. Und Ort, an dem ich wieder mal gegen Chicken kämpfen werde. Das war ja absolut unerwartet. Warte, Zwergi, wir haben beide den Voltoren. Doch wer von uns ist stärker? Wer mein Sieg wird diese Frage beantworten? Ja, nice. Ein weiterer Kampf gegen meinen Rivalen Chicken. Ich will nicht. Heute viele Kämpfe. Ja, da muss ich durch. Einmal Brandstempel, dann brandmarken wir das Cleopatra von Scheren. Ich sagte Brandstempel. Folterknecht, niemand foltert mich hier. Brandstempel. Matsch. Okay. Nur halbe KP abgezogen. Vielleicht Armstoß. So, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie er ausgesprochen wird, wie Chicken ausgesprochen wird. Das hat mir immer noch keiner verraten. Chicken, Chicken, Chicken oder sowas. Wird ja mit CH vorne geschrieben. Muss irgendwas Japanisches sein. Chicken oder sowas. Hab's immer ein bisschen wie TSCH ausgesprochen. Oha, ein Wasser-Pokémon. Bunny-Check. Ich müsste eigentlich mal meinen Lutz nehmen dafür. Das wäre, glaube ich, effektiv. Aber das ist nur Level 22. Bringt das nicht? Bringt das was? Oha, diese Attacke. Da will ich Lutz nicht wirklich dafür haben. Ach so, Folterknecht. Ist klar. Immer Armstoß. Zack. Zack. Jetzt kriegst du aufs Müll. Oh nein. Mein Fehler. Besiegt. So, dann muss jetzt mal Lutz her. Lutz, komm du. Und ich mach das Wasser-Pokémon fertig. Mit Samenbunden. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern das effektiv sein soll, aber gut. Es hilft scheinbar. Und das ist also die einfache Samenbunden. Bringt was. Lutz erreicht Level 24. Der war also 23. So, hier haben wir ein Feuer-Pokémon. Hilfe! Ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Sehr schön. Biss einsetzen. Bringt nicht viel. Hier rufe. Ich muss mal, Max, los, komm, Max, mach du das, du kriegst das hin. Den Wasser-Pokémon habe ich ja noch nicht im Team, müsste ich mir mal eins auf dem Weg besorgen. Oh, scheiße, das sieht nicht gut aus. Los, Bodycheck, nein, was ist denn hier los? Ja, ist schon mal stärker gewohnt, stärker als ich. Schnell einen Beleber einsetzen. Schnell. Hilfe. Beleber auf Ben. Ja, nicht die beste Idee. Mit den Pflanzen-Pokémon gegen Feuer-Pokémon zu kämpfen. Hier hast du einen Feuer-Pokémon. Level 32. Armstoß. Ein Gähner. Jetzt schläfert er mich auch noch ein. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank auch. Kann ich jetzt gebrauchen. Was, nur zweimal getroffen? So ein Lappen. Los, Bunny-Check, bevor du einschläfst. Nein. Jo, danke schön. Denn ich nehme meinen Lappen zurück. Wollte ich gerade sagen, da schläft der einfach ein. Komm. Haben wir was gegen Schlaf? Gegen die Feuerheiler, Hyperheiler. Hyperheiler, was kann das? Alle Statusprobleme. Okay, her damit. So, zack, hätten wir. Windschnitt. Oh, weil. Sieht nicht gut aus. Schnell mal ein Tränkchen einsetzen. Ein Hypertränkchen.
Da ist er wieder aufgeladen. Perfekt. Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb, was willst du denn mit Ruckzuckhieb? Dafür kriegst du einen Brandstempel. Und tschüss. Was? Noch nicht tschüss? Na ja, gut, dann halt nicht. Sein letztes Pokémon. Okay, Nitro-Ladung. Und jetzt aber wirklich. Adios. Mach's gut, Navitaub. Und besiegt. Wieder mal wirklich sehr knapp. Ich muss meine Pokémon wirklich mal offscreen trainieren und mal andere Pokémon fangen. Das geht so wirklich, das geht gar nicht mehr. Das Unruhen gewinne ich. Nicht gegen dich. Oh. Wie ist die an uns vorbeigekommen? Ist die während des Kampfes vorbeigeschlüpft? Die war doch vorhin noch in der Arena. Das macht mir jetzt Angst. Ihr beide seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los, gehen wir. Oh, Camilla. Es ist mir eine Freude. Ein Festival? Großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Einhörnerregion. Der Champ? Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einhörn. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einal kennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Aventia und heiße Chiren. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, den neuen Champ zu werden. Sehr gut, das Ziel, seine Reise zu kennen, ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker zu werden? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das als Zielsetzung wohl genug? Verstehe mich nicht falsch. Ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbringt doch etwas Zeit mit den beiden hier. Dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Nein, nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Hey, ihr zwei, kommt mal kurz her. Alles klar, Digga. Halte er meine Pokémon. Und los geht's. Ein Kampf gegen kleine Kinder. Alles klar. Vorschüler Tabea und Miki. Der Champ lässt mich gegen zwei kleine Kinder kämpfen. Alles klar. Zieht einfach zwei kleine Kinder in den Kampf. So ist es gut. So ist Vorbild als Champ. So ist ein gutes Vorbild. So macht man das. Merkt es euch. Nicht. Ein Brandstempel auf Terry Bark. Das haben wir gleich. So, Brandstempel. Zack. Haben wir. Fast. So, mach du auch mal was. Schieren. Cleopatra. Mach du mal was. Irgendwas einsetzen. Und jetzt nochmal Brandstempel ein. Rechte Hand machst du. Naja, bringt ja nichts. Mach doch mal eine effektive Attacke. Sag mir nicht, Cleopatra hat keine effektiven Attacken. So, Terry Bark 1 besiegt. Den anderen muss ich wahrscheinlich auch noch selbst tun. Das ist, bleibt ja alles an mir hängen dann. Ja, Mann, ist immer dasselbe. Scheren kann mir nicht helfen und ich muss das alles wieder alleine machen. Brandstempel auf, Terry Bark. Los geht's. Ach, Verfolgung hast du eingesetzt. Bringt aber nicht. So. Oh, es dauert hier noch ein bisschen. Ein Bodycheck.
Ja, macht das Cleopatra kaputt. Es bringt sowieso nichts im Kampf. Ja, hervorragend. Strotronin. Okay, vielleicht kann das ja was. Und so war's, liebe Leute, liebe Freunde. Passiert, wenn man seine Kamera vor dem Aufnehmen nicht lädt. In der Tat. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt verpasst habe, aber. Ja, Volo ist mal wieder ein ganz professionelles Let's Play. Jetzt. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, meine Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke. Es gibt noch mehr. Was steht da? Zur Maria-Zugbrücke ist es nicht mehr weit. Okay. Ja, ist ein bisschen heiß heute. Da bin ich ein bisschen nicht mehr ganz bei Sinn. Ja, das auch, aber nicht mehr ganz konzentriert. Der Champ ist der Stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Jo. Mit dir. Meine Pokémon helfen mir sonst immer beim Brotbacken. Heute helfen sie mir beim Kampf. Ach du Scheiße. Ein weiterer Kampf. Nach meinem Geschmack war es nicht. Gibt es noch einige Trainer, die möchte ich jetzt nicht ansprechen. Nicht wirklich. So, hier geht's weiter. Hier entlang. Zeit anzurufen. Achso, das war die falsche Stimme. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke runter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. In die Zugbrücke. Die erstaunlicherweise oben ist, obwohl kein Schiff hindurch fährt. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Arenaleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Ich bin ein Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bereits Gehör schenken. Tachchen, was hast du zu sagen? Wozu ist bitte eine Brücke gut, die man nicht überqueren kann? Eine Brücke ist doch weltweit das Symbol der Verbundenheit. Sehe ich genauso. Ja, und was ich auch so sehe, ist, dass wir im nächsten Part weitermachen. Die Brücke überqueren wir im nächsten Part. Bis dahin habt noch eine angenehme fröstliche Zeit. Gebt diesem Video einen Däumchen nach oben, wenn ihr noch einen weiteren Part sehen wollt. Daran sehe ich, dass es euch gefällt und so ermöglicht ihr einen weiteren Part von Pokémon. Die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Aktiviert die Glocke neben dem Schriftzeichen Zwergenfürst LP. So verpasst ihr nicht, wenn ein neues Video hochladen wird. Da kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung. Ja, am nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl und ja, haut rinne.